meine Güte, diese Kids sind ja völlig... Hey, guten Tag. Sagen Sie, habe ich Sie nicht eben am Anleger gesehen, drüben in Manhattan? Und? Nichts weiter. Ich kenne eben niemanden hier in New York. Da staunt man, wenn man Leuten zweimal über den Weg läuft. Ja, Wahnsinn. Was machen Sie denn hier draußen? Sie werden doch klatschnass. Sagen Sie bloß, gehört nun mal zu meinem Job. Bitte, kann ich das nicht überspringen? Na? Na? Alles klar? Sie machen Witze, oder? Sie sollten sich wirklich unterstellen. Ich komme schon klar. Ich telefoniere später. Weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Abgeschlossen. Dr. Young? Bitte. Na, David, wie läuft? Entschuldigen, Ver. Bist du wieder nah da? Ziemlich trostlos. So ein geiles Spiel und dann so ein Scheiß, wirklich. Mr. Flynn? Sir? Ich muss los. Das da haben wir noch gemacht, gell? Immer noch nicht? Immer noch nicht. Naja. Schau, die Art der Anruf fehlt auf einmal von dem Scheiß also fucking da. Detective. Wohl erst heute Abend öffnen. So, jetzt ist irgendwas eingegangen am PDF. PDF, nicht PDF. Detective? Ist Abend, genau. Am Abend haben wir da rein können. Den Dreck haben wir uns geholt. Sagen Sie, könnte ich mir wohl Papier und... So, da reden wir mit der komischen noch einmal. Tamara, kann ich Sie kurz... Sagen Sie... Wo... Ich muss wieder. So, und diesmal...
Bechern. So, jetzt gehen wir da in die Zelle 1. Hallo, Junge. Erkennst du mich? Ich möchte noch mal mit dir sprechen. Wenn du nicht willst, ist das kein Problem. Ich bleibe einfach ein bisschen hier bei dir. In Ordnung? Ich habe ein bisschen in den Akten gelesen. Du hast etwas gerufen, als du hierher kamst. Erinnerst du dich daran? Es war ein einzelnes Wort. Geh mal schnell aufs Klo. Pass auf, ich werde dir das Wort gleich zeigen. Vielleicht hilft dir das. Nein, nein. Ich möchte herausfinden, was du zuletzt getan hast, bevor du gefunden wurdest. Schau auf dieses Pendel. Konzentriere dich nur auf dieses Pendel. Es ist... Ja? Es ist so dunkel. So dunkel. Ich bin allein. Ich bin... Also war es doch ein Bug. Ich bin allein. Es ist dunkel. Wie fühlst du dich? Kennst du den Ort? Ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Vor denen. Ich muss hier weg. Da ist ein Gitter. Dunkle Gänge. Und eine Mauer mit einem Gitter. Ein Loch im Boden. Ich höre Geräusche. Hast du etwas bei dir? Eine Pistole. Und eine Brechstange. Woher hast du die Sachen? Ich weiß nicht. Da. Schritte. Ich muss hier raus. Ach. Oh. Ja, in dem Tempo wirst du sterben, mein Freund. Aufhebeln oder wie? Ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Wo? Ich weiß nicht. Es ist ein umzäuntes Gelände. Am Wasser. Aber du siehst niemanden. Ist noch jemand da? Ich habe Angst. Sie kommen. Sie sind auf dem Weg. Jemand ruft. Bleib ganz ruhig. Das ist schon passiert. Es sind nur Erinnerungen. Wer ist es? Ist es eine Frau oder ein Mann? Ein Mann. Ich muss weg. Ich muss irgendwie über den Zaun. Okay, da ist was drin, das heißt, wir müssen es aufschießen. Das schaffe ich so nicht. Es ist zu schwer. So nah dran ist das zu gefährlich. Also, für das, dass er geht, hat er ja ziemlich viel Angst. Schaffe ich doch nie. Schieß, komm.
Ich schaff's. Da liegt ein Boot. Na. Gott sei Dank, ich hätte geglaubt, jetzt habe ich es verkackt. Jetzt wäre es fast meine Schuld gewesen. Oh nein. Oh nein. Hey, ist schon gut. Du bist hier bei mir. Im Krankenhaus. In Sicherheit. Junge, hörst du mich noch? Okay. Du hast ja recht, das reicht wohl für heute. Das war schon sehr viel. Wir belassen es dabei. Ruh dich jetzt aus. Es ist spät. Ich komme morgen wieder. Mhm. Wir werden auf jeden Fall fix abspeichern, weil ich will, dass nicht das nochmal passiert. Dass wir da... So. Mail. Silence. Du hast versucht, mich anzurufen. Ich habe dich zurückgerufen auf deiner Hotelnummer. Im. Niemand da. Jetzt hebt die nicht ab. Naja, gehen wir mal schlafen, hätte ich gesagt. Vielleicht Anrufbeantworter, das ist. Eine Nachricht. David, ich habe nachgedacht. Du brauchst nicht wiederzukommen. Ich reiche die Scheidung ein. Bitte ruf mich nicht mehr an. Mein Anwalt erledigt alles Weitere. Es tut mir leid. Schock. Tod. Ich schätze, das müsste ich Mr. Flynn mitteilen. Es wäre etwas peinlich, wenn er es vom Roomservice erfahren würde. Ja, gehen wir gleich runter und sagen es ihm. Mr. Flynn? Sir. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Okay, wahrscheinlich hätte ich ihm anrufen müssen. Die logische Variante geht halt nicht.
Ich kann jetzt noch nicht schlafen. Vielleicht gehe ich noch ein Glas trinken. Ja, Flynn, sorry, dir kann ich nichts sagen, weil er traut sich nicht sagen, dass er den kaputt gemacht hat. Abend. Abend. Also, was soll's denn sein? Einen Whisky. Auf Eis. Kommt sofort. Ist das nicht ein bisschen stark für dich, Waschlappen? Danke. Zum Wohl. Neu hier in der Gegend? Geschäftsreise. Ich wohne gegenüber im Skyline. Sie sind von auswärts? Washington. Hm, das ist eine ganz schöne Ecke. Und? Gefällt Ihnen New York? Harten Tag gehabt, was? Geben Sie mir noch einen, bitte. Alles klar. Sagen Sie, haben Sie von dem Mädel gehört auf der Kreuzung heute Morgen? Die Kleine, nackt, mit Pistole. Er doch nicht. Die schwuchtelt doch nicht. Ja, ja, hab ich. Du bist eine. Wird immer schlimmer mit den Kids. Jeder Halbwüchsige rennt heute mit einer Knarre durch die Gegend. Wo man hinguckt, Gewalt. Tja. Tja, nicht dein Thema, was, Waschlappen? Geben Sie mir noch einen. Sicher. Scheint ja ein verdammt harter Tag gewesen zu sein. Sagen. Nette Gäste hier übrigens. Stören Sie sich nicht an Riker. Ist nur besoffen. Ich dachte mir sowas. Trink aus und verzieh dich in irgendeinen Schwuchtelladen. Sie haben schon recht. Wo man hinguckt, Ärger. Noch einen, bitte. Schmeiß den Bettnesser raus, Randall. Es reicht jetzt, Riker. Trink noch einen und halt die Klappe. Wohlsein. Tut mir leid. Hören Sie gar nicht hin. Riker ist geistig in Vietnam geblieben. Schon in Ordnung. Ich bin ziemlich erledigt.